Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen für dieses Podium. Wir haben jetzt drei Statements gehört. Und immer wenn es ums Geld geht und ich versuche zu verstehen, was Geld ist, wird es mir ziemlich schnell etwas Sturm im Kopf. Deshalb möchte ich zu Beginn die ganz banale Frage in die Runde geben. Was ist eigentlich Geld? Könnt ihr uns das in zwei, drei Sätzen knapp zusammenfassen? Wer möchte beginnen? Das ist eine sehr einfache Frage. Genau. Ja. Lässt sich in einem einzigen Satz beantworten. Geld ist, was eine Gemeinschaft als solches vereinbart. Also, ich denke, nicht mehr viele können sich selbst erinnern, aber vielleicht an Geschichten. Also in Vorarlberg war in der Nachkriegszeit waren Zigaretten eine wunderbare Währung und Schokolade auch. Und auch das Achtelstückchen Butter. Denn das sind Dinge, die wollte man gerne haben und da gab es Preise dafür. Also hat man gewusst, was man dafür bekommt. Das heißt, die Gemeinschaft hat vereinbart, ein Pack Zigaretten ist gleich ungefähr so viel Lebensmittel oder so viel in Bier. Und jeder konnte damit bezahlen. Das heißt, immer wenn es knapp wird irgendwo, wenn es schwierig wird, sieht man ganz schnell, was ist denn eigentlich Geld? Und in diesem Sinne ist Geld eigentlich ursprünglich reduziert auf ein Tauschmittel. Also Kuh gegen Henne ist halt relativ schwierig. Und das ist praktisch, wenn man so etwas hat, das dazwischen ist, das diese Werte abbildet. Und im Laufe der Jahrzehnte haben wir es überladen. Okay. Also, erste Definition, es ist das, was wir als Geld definieren, ist Geld. Hans, gehst du damit einig? Ich denke schon. Es gibt einfach auch noch ein paar andere, ergänzende, kurze Beschreibungen dessen, was Geld ist. Ich habe angetönt vorher, Geld ist der Ausdruck einer sozialen Beziehung, das würde sich auch mit dem decken, was der Vorredner gesagt hat. Es ist gleichzeitig ein öffentliches Gut. Das geht auch aus dem hervor, was ich vorhin gesagt habe. Man kann auch einfach sagen, Geld ist das, womit man zahlen kann. Okay. Thomas, wie sieht das aus, wenn man das als Bank betrachtet? Ja, das Geld ist ja heute viel mehr als nur ein Tauschmittel. Also wir sehen heute vor allem die negativen Aspekte des Geldes in dieser riesigen globalisierten Finanzindustrie, die wir heute haben. Und ich denke, dass mit all diesen Definitionen vorher bin ich völlig einverstanden, aber ich denke, dass das Geld auch überbewertet wird. Heute dreht sich ja alles nur ums Geld, es wird alles in Geld bewertet, gemessen. Es gibt ja den Ausspruch, Geld regiert die Welt. Und ich glaube, dass Geld in dieser Definition oder in dieser Wirkung hat eine sehr zerstörerische Wirkung. Das sehen wir ja an diesen großen, die ganze Subprime-Krise, die dazu führte, dass in Amerika ganz viele Leute ihr Haus verloren haben. Wir sehen das auch in den Aktivitäten von Hedgefonds, von Private Equity Funds. Und heute verhalten sich die Banken genau gleich wie diese Heuschrecken, kann man sagen. Ich glaube, dass Geld aber eine sehr positive Wirkung haben, wenn das Geld nicht herrscht, sondern wenn das Geld dient. Also das Geld nicht König ist, sondern Diener, dann kann es seine guten Wirkungen entfalten. Und da an diesem Punkt versuchen wir zu arbeiten. Gerne noch ganz kurz zurück auf deinen Vortrag. Könntest du das ein bisschen konkretisieren für alle Leute, die sich vielleicht nicht gerade in so Talenttauschkreisen bewegen? Wenn ich jetzt ins Vorarlbergische umsiedeln würde und mich da gerne engagieren würde, wo könnte ich mich da einklinken? Was für Projekte sind das konkret? Das eine ist quasi das Talentsystem, das Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Ein Zeitverrechnungssystem, 100 Talente ist eine Stunde als Grundempfehlung. Wenn man da nach Vorarlberg zieht und dort mitmacht, hat man einen großen Vorteil. Man hat Zutritt in eines der größten Netzwerke in diesem Land.
und man hat damit das Recht erworben, quasi ich darf jeden davon ansprechen auf seine Angebote und seine Nachfragen. Das andere ist quasi, was bei uns entstanden ist, diese Genossenschaft. Und die Genossenschaft gibt diese regionalen Gelder heraus für verschiedene Talschaften im Vorarlberg, also einen sehr regionalen Ansatz verfolgen. Das gilt nur, dieses Geld gilt dann nur in diesen Talschaften? Das gilt dann nur in diesen Talschaften, genau. Und da kann man aber Wurst auf dem Biohof oder? Alles, was man sich vorstellen kann. Okay. Und diese Genossenschaft baut auch Bürgerkraftwerke, wir haben Gemeinschaftsbüros, also ist eine Genossenschaft für komplementäre oder sehr kreative, kooperative Projekte. Und wie ist denn die Verknüpfung rein praktisch mit dem Euro? Also man kann alle Leistungen, die die Genossenschaft erbringt, in Euro und in Talenten bezahlen. Wenn man so will, ist diese Genossenschaft ein Vorzeigebetrieb für Wirtschaften mit komplementären Währungen. In der Schweiz gibt es das in diesem Ausmaß noch nirgends, oder? So Regionalwährungen für ganze Talschaften. Nein. Gibt es noch nicht? Noch nicht. Was mich in der ganzen Debatte auch immer sehr beschäftigt, du Hans-Wolli hast das auch erwähnt, die ganze Zinsfrage. Mal die Frage an die Runde, wäre unser Wirtschaftssystem besser aufgestellt, wenn man ab sofort keinen Zins mehr auf Geld zahlen müsste oder dürfte? Das muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Zins ist eine Spielregel im Geldsystem. Also das Geld per se ist neutral. Die Frage ist immer, welche Spielregeln geben wir diesem Geldsystem? Und als Beispiel, es gibt ja auch Mikrokreditsysteme, die für unsere Verhältnisse hohe Zinsen einheben, aber für die dortigen Verhältnisse nicht und die den Zins, der erwirtschaftet wird oder der hereinkommt, wiederum für gemeinschaftliche Maßnahmen, zum Beispiel in den Ausbau von Infrastruktur investieren, der allen zugutekommt. Also die Frage ist immer, was meint man denn eigentlich, wenn man da von Zins spricht und was tut man denn mit diesem Geld? Also deshalb ist diese Frage nicht so ganz einfach beantwortbar, aber grundsätzlich, so wie wir das in unserem Geldsystem kennen, ist es so, dass Zins dazu führt, dass die einen reicher und die anderen ärmer werden. Also eine Zahl dazu vielleicht, der ehemalige Finanzstatistiker der Stadt Zürich hat ja veröffentlicht, wie das Gesamtvermögen, das herangezogen wird, zur Bemessung des Steuervolumens in der Stadt. Und ich glaube 92 oder 93% des gesamten Vermögens sind im Besitz von 13 Personen. Das muss man sich einfach vorstellen, über welche Unterschiedlichkeiten wir da reden. Sei die Welt besser aus ohne Zins und könnte die ABS ohne Zins überhaupt überleben? Thomas? Ja, das ist eine komplexe Frage, weil der Zins setzt sich ja zusammen aus verschiedenen Komponenten. Das eine ist eigentlich die reine, quasi, kann man sagen, Entschädigung für das Geld. Und von mir aus gesehen ist das nichts anderes als eine Entschädigung für Inflation. Oder wenn man das auf die lange Sicht anschaut und bleibt sich ein Geldwert ungefähr gleich, er wird verzinst. Auf der anderen Seite wird das Geld, also das Kapital, entwertet durch Inflation. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt bei einer Bank gibt's noch andere Komponenten. Es gibt, wenn die Bank Geld verleiht, dann braucht sie ja etwas, damit sie ihre Arbeit tun kann. Sie braucht eine Entschädigung für das Risiko, das sie eingeht. Und der Zins für einen Kredit setzt sich dann noch aus mehr Komponenten zusammen als jetzt die reine Geldverzinsung. Viele von uns kennen ja wahrscheinlich das Islamic Banking, wo ja ein Zinsverbot gilt, dort ist es einfach so, dass der Zins substituiert wird durch andere. Es heißt dann einfach nicht mehr Zins, sondern es hat dann einen anderen Namen. Aber im Großen und Ganzen bleibt sich das gleich. Also ich glaube nicht, dass man mit einem Zinsverbot, ich meine, jetzt im Moment dann haben wir ja eine Situation, wo der Zins fast null ist es ist das, was wir sehen, was geschieht, ist ja noch viel schlimmer als in den Zeiten, wo der Zins höher war. Es ist ja auch ein Irrglaube, wenn man denkt, die
quasi die, alle Gläubiger sind reich und alle Schuldner sind arm. Die größten Schuldner sind zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder Japan oder andere großen Konglomerate. Und die großen Gläubiger sind zum Beispiel wir alle, indem wir eine Pensionskasse haben, weltweit Pensionsfonds. Und im Moment findet eigentlich eine Umverteilung statt von den Schuldnern zu den, von den Gläubigen zu den Schuldnern, weil die Zinsen so tief sind, dass sie keinen Ausgleich mehr bilden für die Inflation. Man müsste vielleicht die Frage ergänzen, wirklich dazu stellen, wie wir auf die Idee kommen, dass Geld eigentlich immer mehr wird und Geld quasi die Inflation abgelten soll. Am Thema Schundgeld oder Gesell gibt es ja auch die Frage, warum muss denn Geld zwingend immer den Wert behalten? Und diese Frage wäre ja im Zuge der Zinsdebatte dann auch zu stellen. Wie würde es denn mit unseren Pensionskassen aussehen, wenn es immer mehr, was es ja zum Teil auch tut, an Wert verliert? Ja gut, also die Pensionskassen, das ist ein Riesenproblem. Gerade des Zinses reden oder des Zins. Wie werden wir denn altern, wie werden wir uns finanzieren? Ja, also das kann ich jetzt nicht in einen Satz sagen, aber doch, ich könnte sagen, wir müssen eben vom Kapitaldeckungsverfahren weg zum Umlageverfahren kommen oder zurück zum Umlageverfahren. Ich erinnere mich noch damals, als die Pensionskassen obligatorisch wurden, an die Diskussionen. Da hat es namhafte Leute gegeben damals aus der linken Szene halt, die nachgewiesen haben, in was für unmögliche Zustände wir uns mit einem Kapitaldeckungsverfahren hineinmanövrieren würden. Also das, aber das ist ein separates Problem, tatsächlich. Also eine Komplementärwährung hätten wir eine Reihe von oder überhaupt nur für die Grundversorgung mindestens Komplementärwährungen, dann könnte man natürlich auch die Altersversorgung da hineinnehmen. Also die Pensionsdebatte so zu führen, wäre ein bisschen verkürzt. Wir müssen einfach auch sehen, am Beispiel von Österreich, wir haben 65 quasi diese Regelungen eingeführt. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines österreichischen Pensionisten ist heute doppelt so groß. Also wir müssen uns damit fragen, welche Lebensentwürfe haben wir und wie kommen wir eigentlich auf die glorreiche Idee zu sein, irgendwann vielleicht in der Mitte unseres Lebensalters hören wir auf zu arbeiten und leben dann von dem, was irgendwie am Kapitalmarkt. Ist es das ein Plädoyer für, das Rentenalter hochzuschreiben? Nein, es ist ein Plädoyer, darüber nachzudenken, ob wir uns denn überhaupt vernünftig organisieren in diesem Kontext, in der Auffassung, wie wir das Leben aufteilen in ein Arbeitsleben und ein Nicht-Arbeitsleben. Also das Problem ist ja, dass uns eher die Arbeit ausgeht, als andersrum. Ja, und diese Frage ist deshalb genau zu stellen und zu sagen, wie kann denn so etwas organisiert werden überhaupt? Und die Frage, ob das Pensionssystem quasi ohne Zinsen anders aussehen würde oder wenn das Geld weniger wert wird, ist sehr verkürzt, weil klar ist, das wird nicht funktionieren. Und genau deshalb muss man diese Frage sehr viel breiter diskutieren und betrifft ganz ursächlich das, wie wollen wir denn als Gesellschaft zusammenleben? Hans, war jetzt doch auch noch schnell an dich die Frage, wäre die Welt wirklich besser ohne Zins? Ja, ich denke schon, aber man kann den Zins nicht einfach abschaffen oder verbieten, denke ich. Und da darf ich vielleicht etwas ausführlicher werden im Zusammenhang mit unserer Vollgeldreform. Das ist ja die Frage, weil ein erstes Problem, das angeschnitten worden ist, die Inflation. Also diese öffentliche Behörde, die für die Geldmengenzuteilung zuständig wäre, die hätte als einzige und oberste Aufgabe eben die Inflation oder die Kaufkraftstabilität herzustellen, also Inflation zu vermeiden unter anderem. Und dann wäre so ein Zustand möglich, und wir denken, das wäre möglich, dann entfällt natürlich sozusagen das erste Argument für einen Zins. Und ein anderer Punkt ist, und das ist nun das Zweischneidige, die Vollgeldreform tangiert diese Frage nicht
direkt, das heißt sozusagen in einem halben Schritt, nämlich was die Neuschaffung des Geldes betrifft. Dieses neu zu schaffende Geld, das würde tatsächlich zinslos zur Verfügung gestellt. Insofern wäre in diesem Teil die Zinsfrage gelöst. Aber wenn wir natürlich den Banken weiterhin ihre intermediäre Aufgabe überlassen, eben Gelder zu vermitteln, dann werden die natürlich nicht auf den Zins verzichten. Und sie werden natürlich deshalb nicht darauf verzichten, weil sie sagen, ja, unsere Geldgeber, die wollen halt den Zins, also brauchen wir auch einen Zins und den müssen wir auch noch, oder? Also wird der Zins ein bisschen höher, dann leben wir von dieser Zinsdifferenz. Also jetzt verstehe ich nicht ganz, ihr würdet die Banken abschaffen oder wer würde dann diese Vermittlungsarbeit übernehmen? Nein, die Banken. Auch wir gegen Zins? Wir belassen den Banken diese Kreditvermittlungsfunktion. Gegen Zins? Gegen Zins. Gegen Zins. Und dann hat es eben die Zinsgegner, die ja auch in den Geldreformen zu Hause sind, die sagen, ja, ihr ändert ja nichts grundsätzlich, wenn ihr den Banken die Zinsen überlasst, dann haben wir das Problem nicht aus der Welt geschafft. Und ich finde, das ist natürlich ein wenig eine optimistische Überlegung, aber wenn der Sparer weiß, dass er in 30 Jahren genau diesen Betrag zu dieser Kaufkraft, die er jetzt zur Verfügung stellt, wieder zurückerhält, da kann sich jeder individuell fragen, ja, muss ich zusätzlich auch noch was haben? Was berechtigt mich zu diesen Zusatzforderungen? Und dann würde es natürlich eigentlich auch theoretisch an jedem Einzelnen, das wäre eine wunderbar liberale Lösung des Zinsfragen, jeder verzichtet auf Zins, kann auch verzichten, weil keine Inflation mehr da ist und braucht eigentlich keine bewundernen Begründungen, weshalb er doch etwas mehr möchte, als er gegeben hat. Thomas, das klingt ja irgendwie sehr überzeugend, wenn die Initiative, diese Momo-Initiative wirklich gestartet wird, wird die ABS die mittragen? Wenn ja, warum? Und warum? Und wenn nein, warum nicht? No, um genau zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass die Welt besser wird, wenn wir irgend am System etwas ändern. Die Welt wird nur besser, wenn die Menschen sich ändern. Wenn wir wegkommen von diesem ökonomischen Credo, dass es allen besser geht, wenn jeder seinen eigenen Nutzen maximiert. Und wenn wir dazu kommen, dass wir eben nicht für uns arbeiten, sondern für die anderen arbeiten und schauen, dass es den anderen besser geht, sei das den anderen Menschen oder auch in den Unternehmen, dass nicht mehr jeder darauf bestrebt ist, dass er immer größer wird und alle anderen schluckt und am Schluss der Einzige ist im Fischteich, sondern dass wir schauen, dass es eben den anderen auch gut geht, dass die anderen auch leben können und das geschieht, das erreicht man nicht über eine Systemänderung. Ich komme nochmal zurück auf dieses Islamic Banking, eine wunderbare Idee, aber man sieht, es gibt Projekte in Anatolien oder irgendwo, wo die Menschen arm sind, die wunderbar funktionieren, die sehr solidarisch sind. Gehen wir aber in die Golfstaaten, die machen auch Islamic Banking und auch diese Prinzipien. Dort geht es nur genau gleich wie in New York oder wo auch immer, es geht nur ums Geld, dass jeder so viel macht wie möglich und immer auf Kosten der anderen. Jetzt zurück zur Vorgeldfrage. Wenn es wirklich zu einem Systemwechsel kommen würde, beziehungsweise eine Initiative im Raum stehen würde, würde die ABS die unterstützen? Wir haben uns noch nicht intensiv damit befasst, aber ich habe eine große Skepsis, dass das die Lösung ist aller Probleme. Und worin basiert diese Skepsis? Ich meine, es klingt ja irgendwie noch sinnvoll, wenn man hört, dass 80% der Gelder über Banken geschöpft werden. Stimmt das? Ja, aber da muss es andere Möglichkeiten geben. Und das, es ist dann, ja dann nur ein Teil dieser Geldschöpfung, der da quasi dann reguliert wird. Und ich bin immer skeptisch, wenn da irgendwo so eine Oberbehörde da ist, die dann alles besser weiß und alles irgendwie richtig verteilt und so weiter. Das muss
muss organisch gelöst werden über die, die am System beteiligt sind. Ich glaube nicht, dass man das über eine Änderung im System lösen kann. Dass es nicht den Effekt hat, den man sich wünscht, ist das deine Befürchtung? Ja, weil es wird auf eine andere Weise wird es quasi substituiert. Das sehen wir in ganz vielen Lebensbereichen, oder? Wo wir irgendein System haben, wo das eigentlich sehr sozial gedacht ist und wo halt dann jeder, der einen Vorteil daraus hat, diesen Vorteil versucht zu maximieren und nicht bereit ist, das weiterzugeben. Aber verstehe ich nicht richtig, dass du das Gefühl hast, das Problem ist schon richtig erkannt, das ist ein Problem, aber es ist das falsche Mittel, um das jetzt quasi zu einzudämmen. Ja, ich denke, das Hauptproblem ist schon, dass man versucht, dieses exponentielle Wachstum vom Finanzkapital, das eben nichts mehr zu tun hat mit der realen Wirtschaft, dass man versucht, das einzudämmen und dem einen Riegel zu schieben. Vor allem, dass verhindert wird, dass dieses Kapital, weil wenn das zurückkommt in die reale Wirtschaft, dann richtet das eine riesige Zerstörung an. Dass man das versucht zu verhindern, da bin ich schon damit einverstanden. Ja, Hans Rudi nachher. Ja, wir öffnen nachher die Diskussionsrunde. Wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit. Wir sind wirklich über Zeit. Also vielleicht zwei Punkte rasch. Das Ausspielen System versus Mensch, oder das ist eines eben auch dieser Spiele in der Diskussionen. Es kommt natürlich auf den Menschen an. Aber es kommt natürlich auch auf das System an. Man kann nicht das eine gegen das andere ausspielen. Schließlich sind es die Menschen, die Systeme kreieren. Und darum ist es ganz entscheidend, vor allem was das soziale Zusammenleben anbetrifft, dass wir eben Systeme entwickeln, die einigermaßen gerecht sind, zum Beispiel. Oder menschlich sind. Oder umweltgerecht sind. Und darum kann man diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und der zweite Punkt, den wir auch immer hören, ihr kommt mit einer solchen einfachen Lösung und meint damit, ihr hättet die Lösung aller Probleme. Das hat nie jemand von uns behauptet. Wir haben nicht die Lösung aller Probleme mit dem Vollgeld. Aber das Umgekehrte dürfte mindestens annähernd stimmen. Wenn wir das nicht ändern, wenn wir diese systemische Änderung nicht vollziehen, dann haben alle anderen Lösungen vielleicht nicht keine Chance, aber eine viel geringere Chance, verwirklicht zu werden. Ich möchte das an einem ganz konkreten Beispiel ein bisschen untermauern. Ich durfte für die Stadt St. Gallen ein Konzept schreiben zur Zeitvorsorge. Und dann haben wir gemerkt, es gibt in der Versorgung der alten Menschen jenseits des Rheins und diesseits des Rheins zwei gänzlich unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, man geht eher früh in ein Heim und der Kanton verpflichtet die Gemeinden, für ein Drittel der über 80-Jährigen einen Wohnheimplatz oder einen Pflegeplatz zur Verfügung zu stellen. Diesseits des Rheins gibt es seit 25 Jahren ein ausgebautes, sehr differenziert ausgebautes ambulantes System, mit einer extrem viel geringeren Zahl an Heimplätzen. Und wenn man im Vorarlberg den Bürgermeister sagt, sie müssten für ein Drittel der über 80-jährigen Pflegekapazitäten zur Verfügung halten, dann werden sie leichenblass und stellen die Frage, wie soll das gehen? Jetzt sind die Menschen das nicht zwei grundsätzlich ganz verschiedene Arten von Menschen, diesseits und jenseits des Rheins, die sich nicht ganz grundsätzlich unterschiedlich verhalten. Aber wir haben in einer Rahmenbedingung zwei wirklich große Unterschiede. In der Schweiz ist es aus steuerlichen Gründen nicht wirklich vernünftig, das eigene Wohnhaus zurückzubezahlen zur Gänze. In Vorarlberg ist es aus steuerlichen Gründen sehr vernünftig, das Haus möglichst schnell zurückzubezahlen, und zwar zur Gänze. Das führt dazu, dass eine hohe Identifikation mit dem Wohnheim entsteht, und die alten Menschen sagen, aus diesem Haus gehe ich nicht hinaus. Also, wir sehen, es ist eine kleine Rahmenbedingung, in dem Fall in der Steuergesetzgebung,
die zu einem immensen Unterschied führt in dem, wie wir mit ökonomischen Grundlagen oder mit Umgang mit Besitz etc., wie wir uns da verhalten. Das können wir inzwischen auch belegen. Da gibt es dann nicht gerade in dem Beispiel, aber in anderen Beispielen verschiedene Studien dazu. Und deshalb ist es so wichtig, einerseits zu schauen, was braucht es denn an Bewusstseinsbildung, an Auseinandersetzung, dass der Einzelne sich an der Nase nimmt und etwas ändert. Und auf der anderen Seite, wie gestalten wir die Rahmenbedingungen, dass sie diesen Entwicklungen zuträglich sind, die wir gesamtgesellschaftlich brauchen. Und dieses Auseinanderdividieren führt nur zu Stillstand. Nämlich, dann muss keiner etwas tun, müssen die Rahmenbedingungen nicht ändern und die Menschen müssen sich nicht ändern, weil jeder auf den anderen warten darf. Aber um das Beispiel jetzt doch noch schnell zu verstehen, welche Variante ist jetzt deiner Meinung nach die bessere? Nein, ich sage nicht, dass es eine bessere und eine schlechtere Variante gibt. Ich sage nur, dass die Rahmenbedingungen unser Denken und unser Handeln massiv beeinflussen. Ja. Und man aufgrund der Rahmenbedingungen dann steuern kann und sich überlegen muss, wohin man steuert. Ja. Okay. Ich möchte, ja, wir haben doch ein bisschen Zeit, ganz kurz noch eine Frage in die Runde geben, die mich persönlich sehr umtreibt, wenn man so auf Griechenland schaut und das Gefühl hat, man ist in einer extrem schwierigen Situation. Vieles hat mit dem Geld zu tun. Die Leute haben kein Geld mehr, man diskutiert darüber, sollen sie aus dem Euro aussteigen oder nicht. Das hat auch mit Bankenkrisen und so weiter zu tun. Jetzt möchte ich gerne die Frage in die Runde geben, aufgrund eures Fachwissens, wenn wir jetzt hier in Griechenland wären, was würdet ihr für Alternativen sehen, für Handlungsspielräume, für Inputs geben? Ich glaube, also was wir heute sehen in Griechenland oder generell in dieser Schuldenkrise, ist ja, dass man da versucht, das Problem hinauszuschieben. Oder man hofft dann immer, dass es eben zum Beispiel durch Inflation oder durch irgendwie, dass die Wirtschaft sich erholt und so weiter, dass man das Problem lösen kann. Aber ich denke, was man viel eher tun sollte, ist, dass man wirklich mal hinsteht und sagt, okay, jetzt gehen halt irgendwie so und so viele Banken bankrott oder geht halt auch ein Land, ein ganzer Staat bankrott. Und da wird immer so, also einerseits ist das natürlich eine schreckliche Situation, aber auf der anderen Seite ist es dauernd so eine Blase der Angst und der Unsicherheit, die man vor sich her schiebt. Und es geschieht ja vielfach, gerade in den europäischen Bankenrettungen, dass Banken wieder kapitalisiert werden, dass der Staat viel Geld da reingibt, ohne dass die Aktionäre der Banken, die zum Teil eben auch Staaten sind, dass die ihr Geld verlieren. Und eigentlich, normalerweise ist es so, wenn eine Firma bankrott geht, dann verlieren zuerst die Aktionäre ihr Geld, dann verlieren die übrigen Gläubiger ihr Geld. Aber das ist in diesen europäischen Banken ist das zum großen Teil eben nicht der Fall. Und das ist der Kern des Problems, dass die eigentlichen Finanzinvestoren, die da hohe Risiken eingegangen sind, die dann am Schluss eben gar keine sind, weil der Staat ja dafür gerade steht. Und das ist ein Konstruktionsfehler. Und deshalb bin ich dafür, für ein Ende mit Schrecken und dann neu aufbauen, als das ewig vor sich schieben. Also es würde dann in letzter Konsequenz auch bedeuten, dass Griechenland eine neue eigene Währung bekäme. Ja, wie das dann im Endeffekt ausschaut, das könnte sein, aber es kann nicht sein, dass alle die jetzt von diesen hohen Zinsen profitieren, die sie gegenwärtig erhalten für ihre Staatsanleihen, dass die am Schluss gar kein Risiko eingehen. Die müssen zuerst ihr Geld verlieren, bevor man dann neu aufbauen kann. Sind da die Regionalwährungen oder die Alternativwährungen eine echte Alternative? In einer Situation wie Griechenland steckt, könnten wir aus der Geschichte relativ viel lernen. China hat über Jahrhunderte hinweg zwei und mehr verschiedene Währungssysteme gepflegt. Es gab den Cash quasi
für das Inlandsgeschäft, für die kleinen Dinge des Alltags, die man so bewältigt. Und es gab die große staatliche Währung, die man für das Internationale und für das große Geschäft verwendet hat. Das wäre durchaus ein Modell, das man in Griechenland etablieren könnte, zu sagen, führen wir doch wieder eine Inlandswährung ein, die durch den Staat gesichert ist, durchaus auch als in einer Folgevariante, und führen wir vielleicht zusätzlich dazu eine Form ein, eine Geldform ein, die uns hilft, die wichtigen gesellschaftlichen Aufgaben, das Großziehen der Kinder und das Betreuen der alten Menschen in einer anderen Form abzusichern, nämlich tatsächlich wieder gemeinschaftlich zu tun, zum Beispiel am Thema einer Zeitverrechnung, um da möglichst diese Bereiche, die wir eigentlich nicht ökonomisieren sollten, im klassischen Sinn, und wo der ökonomische Wettbewerb nicht die richtige Antwort ist, sondern es vielleicht der inhaltliche Wettbewerb und die besten Ideen und die qualitätvollste Arbeit der richtige Wettbewerb wäre, das wären Antworten, die man da geben kann. Und ob es vernünftig wäre, Griechenland aus dem Euro auszuscheiden oder drinnen zu lassen, ist eine sehr, sehr komplexe und schwierige Frage. Ich behaupte, an der Stelle in einem Europa, als das wir uns verstehen wollen, der Wiege unserer Demokratie und unserer Kultur, zu sagen, dieses Land gehört nicht dazu. Also ich halte das für ziemlich problematisch. Hans-Holly, du hast ganz am Anfang in einem Referat von den Geldreformen gesprochen. Und da anknüpfen wir, also, was würdest du da sagen? Eben etwas unvorsichtig ausgedrückt, könnte man die Empfehlung abgeben, aussteigen aus dem Euro und Vollgeld einführen. Sobald ihr Vollgeld einführt, seid ihr sozusagen von einem Tag auf den anderen, ist eure Währung wieder absolut attraktiv. Also, dass diesen Währungsschnitt, den man hätte, wenn man einfach aussteigt und dann der griechische Währung nichts mehr wert wäre, den könnte man umgehen. Und, aber ich würde niemandem jetzt Verantwortlichen diese Empfehlung abgeben, wenn es auch einer theoretisch denkbar möglich wäre. Ein anderer Punkt ist die von meinem Nachbarn angeführte Unterscheidung zwischen nationaler und regionaler Währung müsste eigentlich weiter nach oben auch nochmal differenziert werden. Von mir aus gesehen gibt es tatsächlich drei Möglichkeiten oder drei Währungsebenen, eben die lokale oder regionale Ebene, die man mit diesen neuen Regionalansätzen tatsächlich abdecken könnte. Es braucht aber auch eine neue nationale Währung, was wir mit dem Vollgeld versuchen. Aber es braucht auch ein internationales Verrechnungssystem. Ohne das die Länder untereinander nicht in vernünftige wirtschaftlichen Ausgleich kommen können. Und ein dritter Punkt, für mich jetzt im Moment als Vertreter dieser Vollgeldinitiative natürlich wichtig zu sagen, ist, im Vollgeldsystem können Banken problemlos bankrott gehen. Also dieses Postulat ist erfüllt, und zwar, weil das Geld des Einzelnen unverschwindbar ist. Es wird ausgelagert aus den Banken auf seinem eigenen Konto und es kann nicht mehr verschwinden. Darum kann man jede Bank hops gehen lassen. Das könnten wir jetzt theoretisch auch tun. Okay, wir haben noch gut 20 Minuten. Ich würde sagen, wir öffnen, es sei denn, es möchte hier jemand entgegen, wir öffnen mal die Runde. Wo sind Fragen? Da vorne war schon ganz früh eine Frage. Ich möchte euch bitten, klar eine Frage zu formulieren, auch an wen ihr sie stellen möchtet und euch möglichst kurz zu halten. Ja, ich knüpfe an Susan Boss Eingangsfrage der Runde. Ich finde es wichtig, dass im jetzigen Moment wir wirklich gründlicher, tiefer gehen, als das bisher geschehen ist. Und das ist der Punkt, wo an diesem Symposium über Geld gesprochen wird. Geld ist, also nochmals zur Frage, was ist Geld? Geld ist ein Verrechnungssystem. Es überwindet in einem gewissen, es ist ein Trick zur Überwindung eines grundlegenden Misstrauens zwischen den Menschen,
nämlich des Misstrauens. Wenn ich meine Leistung, mein Produkt dir einfach so gebe, kann ich dann sicher sein, dass du das an deiner Ecke, wo du tätig bist, auch wirklich auch tust und die gleichen Ausmaß. Wenn man das Geld von diesem Gesichtspunkt aus ansieht, also dass diese Überlegung gilt auch noch für Tausch, auch sogar für Naturaltausch. Und das Geld ist eine Vereinfachung, eigentlich dieses Misstrauen zu überwinden. Es wird gewissermaßen ersetzt durch Vertrauen in ein Geld. Von diesem Gesichtspunkt aus ergeben sich interessante Überlegungen. Nämlich innerhalb der Familie zum Beispiel oder einem lokalen, kleinen sozialen Zusammenhang, die häufig auch ohne Geld funktionieren, ist dieses Misstrauen besänftigt durch das, was man sieht und spürt, auch durch die Liebe untereinander. Und je weiter entfernt die Handelspartner respektive die Beitragenden zu unserem zu unserer globalen Arbeitsteilung sind, desto schwieriger wird es, dieses Misstrauen zu überwinden. Und dementsprechend scheint mir der Ansatz sehr richtig, für jede Ebene der Nähe oder der Weite oder des Vertrauens zu überlegen, welches die richtige Form des Geldes ist, wo es jetzt überhaupt braucht und welches die richtige Form ist. Was ist jetzt genau die Frage? Es ist keine Frage. Die Frage ist nicht die einzige Kommunikationsform mit einem Podium. Ja, ich werde mich gerne dazu äußern. Ich finde das ein sehr, sehr wichtigen Beitrag, vor allem das Konzept des Vertrauens. Also das ist ja auch etwas, was wir heute erleben, wird ja auch vielfach gesagt, eigentlich haben wir keine Finanzkrise, sondern wir haben eine Vertrauenskrise. Das war vor allem in der Zeit, dass eben auch diese Banken, keiner traute der anderen über den Weg. Vorher haben wir das selbstverständlich so gegenseitig ausgetauscht, sich gegenseitig geliehen. Und auf einmal ist das zerstört. Und ich glaube, es geht nicht nur um Geld und nicht nur um Banken, sondern es geht ganz generell darum, dass wir zurückfinden zu einer Ökonomie des Vertrauens. Wir kennen das ja von früher, wo man Geschäfte gemacht hat mit Handschlag oder mit vielleicht einem kurzen schriftlichen Vertrag. Aber das Wichtigste war eigentlich nicht der Vertrag an sich, sondern dass es selbstverständlich war, dass man sich untereinander so verhält, dass wenn man eine Verpflichtung eingeht, dass man die auch einhält und so weiter. Und heute erleben wir etwas, also ich sehe das ganz oft, als wir angefangen haben bei der ABS, da war so ein Kreditvertrag, der war vielleicht 3 Seiten dick, oder? Und heute sind es vielleicht schon 10 bis 15 Seiten. Wenn ich aber zum Beispiel nach Deutschland gehe, dann sind das 50 Seiten und in Amerika, wo ich ab und zu auch zu tun habe, sind es dann irgendwie schon 100. Aber das eine ist, wir die Kosten um eben dieses grundsätzliche Misstrauen, das ist, die werden dermaßen hoch, dass das System irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und auf der anderen Seite, das erleben wir auch immer wieder, die Verträge können noch so dick sein, wenn gegenseitig das Verständnis ist, dass jeder den anderen über den Tisch ziehen will, dann nützt kein Vertrag der Welt etwas. Also wir können dann noch so viele Juristen beschäftigen und es nützt nichts, weil es gibt immer irgendwie einen Weg oder ein Schlupfloch, wie man das überwinden kann. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir zurückfinden zu einer Ökonomie des Vertrauens, einer Ökonomie der Nähe auch. Und dass wir, ich finde das einen interessanten Gedanken, der geäußert wurde, dass man sagt, es gibt wie so verschiedene Ebenen. Es gibt so eine lokale Ebene, eine regionale und eine internationale oder nationale Ebene. Und dass man da bin ich durchaus damit einverstanden, dass man da versucht, auch mit anderen Systemen zu arbeiten. Ich kenne das zum Beispiel von Italien, wo die Italiener, die sagen, wir haben so wie eine
das ist wie ein separater Wirtschaftssektor, ist eigentlich all diese Dinge, also eben die ganze Gesundheitssektor, eben Altenpflege und so weiter, das funktioniert wie so in einem eigenen System und hat eigentlich wenig zu tun so mit dieser internationalen Wirtschaft und da gibt es ganz andere Ebenen auch, wie das funktioniert. Ich möchte vielleicht ganz kurz noch eine Unterscheidung einführen zu den regionalen oder internationalen Ebenen. Es gibt einfach Lebensbereiche, wo der Einsatz eines Geldsystems, das grundsätzlich auf Wettbewerb und Knappheit basiert, nicht die richtige Antwort ist. Also wir müssen uns auch überlegen, ob wir denn wirklich alles mit Schweizer Franken oder mit Euro bezahlen wollen. Und ob wir diese Bereiche ständig noch ausbauen wollen, noch vergrößern wollen und noch weiter ökonomisieren wollen. Und ob wir da nicht andere Antworten brauchen und andere Formen von Zahlungsmitteln. Ein anderes Stichwort möchte ich aufgreifen, also das des Fragestellers hier, Vertrauen. Also mir hängt dieses Wort langsam zum Hals heraus. Im heutigen Geldsystem heißt ja Vertrauen nichts anderes als Profitmaximierungserwartung. Das ist alles. Und das ist das Konträre vom Vertrauen. Und das ist der große Widerspruch. Man säuselt von Vertrauen, weiß aber ganz genau, es geht nur um Cash. Am Schluss, wer maximiert meinen persönlichen, kurzfristigen Nutzen und wie? Und das hängt mit dem Geldsystem zusammen, ganz direkt mit der Geldschöpfung. Wenn wir diesen privaten Kreditvertrag mal anschauen, auf die Gegenseitigkeit, auf das Ausgeglichenheit prüfen, dann ist der Guthaben herstellende Bank, die produziert 100.000 Franken aus dem Nichts und der andere wird dazu verknurrt, diesen Betrag zurückzuzahlen und zwar nicht nur zu tilgen, sondern auch noch den Zins darauf zu tilgen. Das ist doch ein Betrugsmodell und auf ein Betrugsmodell kann man keine Vertrauensökonomie gründen. Ich habe eine Frage an Herrn Jochum. Sie haben begonnen und gesagt, Sie hätten mit viel Idealismus gestartet und jetzt arbeiten Sie oder schauen Sie nur auf die eigenen Interessen. Und ich glaube, das ist sehr interessant zu sehen, was Sie damit meinen, weil ich kann mir vorstellen, dass viele alternative Projekte daran scheitern, dass man den Egoismus versus Altruismus nicht gut überlegt. Also am Anfang war es wirklich so, wir haben wie die meisten Initiativen sehr, sehr idealistisch gestartet. Ich sage gerne auch dazu, ich habe selbst nach ungefähr 3 Jahren erst verstanden, was wir da tun. Von da weg hat es tatsächlich an Energie gewonnen. Und also es geht nicht quasi um eine egoistische Entwicklung, sondern es geht darum zu sagen, wir machen das nicht der Idee wegen oder nicht nur der Idee wegen oder eines Ideales oder einer Ideologie wegen, sondern der ganz konkrete, erlebbare Nutzen für die Mitglieder muss stimmen. Die Mitglieder wollen in diesem System nämlich nicht nur irgendwie sich abendweise treffen, um sich nett zu unterhalten. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Sie wollen auch Umsätze machen. Sie wollen, dass die Leistungen, die sie erbringen, nachgefragt werden, dass sie Wertschätzung bekommen über das, was sie selbst produzieren oder selbst in Leistung zur Verfügung stellen und sie wollen auch wieder adäquate Gegenleistung bekommen. Das ist ein Marktverhalten und das ist auch Teil der Realität. Also es geht da nicht nur darum zu sagen, ja, wir haben da jetzt ein schönes, tolles, zinsfreies Geld. Das motiviert am Anfang, da haben wir auch Studien darüber, am Anfang motiviert für den Beitritt immer wieder diese andere Form des Wirtschaftens und das andere Geld und das andere Tun. Aber wenn man drin ist in diesem System, dann muss der Nutzen erlebbar sein. Es nutzt mir nichts, wenn ich die Idee toll finde, ich kann dort nichts kaufen und ich bekomme nichts für das, was ich dort anbiete. Das ist alles schön, aber das ist noch nicht gut. Und es muss schön und gut werden. Hinten ist noch meine ganz hinten, oder? Ah, nein, es war ja. Falsche. Ah, okay. Der ist doch fast ganz hinten.
Es blendet etwas total. Okay, ich fange einfach mal an. Ich finde die Frage von Herrn Jochum sehr spannend. Was bedeutet es, wenn das Geld seinen Wert nicht behält? Und dann sind wir ja bei den Pensionskassen geblieben. Stellt euch vor, es hätte all diese Pensionskassengelder zusätzlich in Zweitwohnungsbau und in Flüge in die Karibik umgesetzt, die jetzt gebunden sind, dann wird sehr schnell klar, dass es eben einen ökologischen Nutzen hatte, der aber im Unsichtbaren geblieben ist. Und meine Frage geht an die ABF. Das Scharia-Banking, vor allem in Malaysia, ist ja ungeheuer interessant und es gibt sehr viele Zwischenformen. Yunus wurde politisch kaltgestellt, weil sein Banking-System sehr aktiv und sehr nutzenträchtig ist und weil es eben auch eine echte Alternative ist. Was überlegt sich die ABS insgeheim, was sie in einem direkten Konflikt mit der Schweiz und der Öffentlichkeit und den Regelungen bringen würde? Also eben die Frage ist, was wir, also Konflikt mit der Schweiz und mit den Regelungen, das war die Frage, was wir tun. Was ich gerne tun möchte, aber nicht tun. Weil es den Regelungen widersprechen würde. Okay. Also gut, das eine ist, wir sind natürlich in diesem Rechtssystem drin, der Schweiz. Wir unterstehen auch der Schweizerischen Bankenaufsicht. Und wir versuchen natürlich, Projekte zu unterstützen oder zu finanzieren, auch Dinge, die wir nicht direkt machen können in der Schweiz, das habe ich ja erwähnt. Wir haben in Ecuador eine Mikrokreditbank unterstützt, die eben ähnlich funktioniert wie die von Ihnen erwähnte. Und wir versuchen so auch andere Dinge zu befördern, aber eigentlich der Hauptteil unseres Geschäftes, und da haben wir gar keine andere Wahl, die geschieht natürlich nach den Regeln der Schweizerischen Bankenaufsicht, die übrigens auch, das ist ja nicht isoliert nur die Schweiz, sondern das sind internationale Vereinbarungen, das ist in allen Ländern ist das ungefähr ähnlich, nach welchen Regeln und Prinzipien eine Bank arbeiten muss. Und eine Bank, das kann man auch sagen, das ist heute einer der stärksten, am stärksten regulierten Bereiche. Es gibt zum Teil Organisationen, die ich auch gut kenne, mit denen wir auch zusammenarbeiten zum Teil, die Dinge machen können, die eben keine Bank sind und die dadurch auch größere Möglichkeiten haben, größere Flexibilität haben in dem, was sie machen. Aber ich denke, es braucht beides. Es braucht eben die Banken, die eben, wo der große Vorteil ist, dass eben jede und jeder Kundin werden kann und ihr Geld dort anlegen kann, und es braucht noch andere Organisationen, die in anderen Feldern interessante Dinge tun können. Hallo? Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage zur Folge der Reform. Und zwar, Komplementärwährungen gewinnen ja immer mehr an Bedeutung. Und sie gehen sogar so weit, dass die Komplementärwährungen bis auf einzelne Nachbarschaften sogar sich beziehen. Meine Frage ist, inwiefern werden Komplementärwährungen in jeglicher Form in die Folgereform mit einbezogen? Weil es gibt auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung von Club of Rome, wo eben die sagt, dass eigentlich eine nachhaltige Ökonomie sich an ökologischen Prinzipien orientiert. Und da sind eigentlich die vielfältigsten Komplementärwährungen ein Schlüssel zu vielen Lösungen. Also, die Frage ist besonders aktuell für uns, weil wir uns bei der Ausschaffung des Initiativtextes gefragt haben, wie können wir die Regionalwährungsansätze ins Boot holen, weil ich betrachte Vollgeld notabene als Regionalwährungs- oder als Alternativwährung, oder?
Von daher habe ich keine Berührungsängste zu den Regionalwährungen. Das Problem besteht einfach darin, wenn es so etwas gibt wie eine Geldhoheit oder eben Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass andere Arten von Geld plötzlich in Konkurrenz treten zu diesem nationalen Geld. Und dann muss man irgendwie eine Formulierung finden, dass, wobei das sind ja dann nicht die Regionalwährungen, die die große Bedrohung sind, aber ich meine diese Bitcoins zum Beispiel und ähnliche Erfindungen, oder, die dann eben das Geldsystem überhaupt unterlaufen, und zwar im großen Maßstab, und das wird dann schwieriger. Aber wir sind am Diskutieren, wie können wir diesen Punkt auf vernünftige Art in diesen Verfassungstext hineinbringen. Aber einfach, darauf wollte ich noch kurz hinweisen, was Thomas Pier gesagt hat. Jetzt hat er ja eigentlich sich selber widersprochen. Nicht? Regelungen gehören zum System, sind eine Systemaufgabe. Regelungen beschränken meine Wahl. Wenn es andere Regeln hätte, könnte ich ganz anders wählen. Das war doch die Botschaft jetzt. Und vorher hast du gesagt, System, das könnt ihr vergessen, das nützt nichts, das kommt auf den Einzelnen an. Nein, die Möglichkeiten des Einzelnen werden doch durch diese Regelungen massiv beschränkt oder gefördert. Vielleicht ganz kurz zu dieser Frage noch mit dem quasi, was bedeutet es, regionale oder komplementäre Währungen und Vollgeld? Ich sehe das so, wie es heute auch ist. Es würde an der öffentlichen Hand liegen, Rahmenbedingungen für komplementäre Währungen zu definieren, auch zu definieren, welchen Kriterien diese unterliegen sollen. Und dazu muss ein relativ breiter Prozess angesetzt werden, wenn man damit beginnt, dass man bestehende Modelle tatsächlich auf ihre Wirkungen untersucht, was schaut, was funktioniert, und da auch was Erwägungen vorzugeben. Denn das größte oder eines der größten Probleme heute ist, dass es einfach auch da Systeme gibt, die dann schlussendlich den Individualnutzen von Einzelmenschen so weit in den Vordergrund stellen, dass es auf Kosten der Gemeinschaft geht. Und das ist nicht die Absicht, die wir verfolgen. Da zuerst einmal eine Anmerkung zu der Frage wegen der Pensionskassen. Es gibt sehr wohl Bankmodelle, Geldmodelle, die es ermöglichen, Pensionskassen zu haben, ohne Zins nachzulesen. Respektive man muss jetzt darin inkludieren, in den Büchlein Doktorbein von Frau Kennedy, nämlich langfristig angelegtes Geld hat keinen Zins und keinen Zinsverlust, während der kurzfristig angelegtes Geld verfault wie ein Sack Kartoffeln, den man zu lange im Keller behält, also ist mit Negativzinsen belastet. Das heißt, es kommt zu einem Geldkreislauf. Aber langfristig angelegtes Geld eben für die Alterssicherung wäre dadurch geschützt. Dann möchte ich ein paar Zeichen vorlesen, die ich heute in der Herreise gesehen habe. In seinerzeit übernahmen Filialen und Korrespondenten der europäischen Banken die Finanzierung und Leitung der vielen Neuunternehmen, die nach westlichem Vorbild und mit Beratung durch eine bunte Mischung europäischer Unternehmen und Scharlatane, Abenteurer und Fachleute den Plan vor sich gingen. Die Banken wurden noch von europäischen Geschäftsleuten geleitet, die zu Hause regionaler Handmachenschaften keine Geldgeschäfte mehr tätigen konnten. Sie nahmen so hohe Zinsen und nützten ihre Schuldner, deren wichtigste der Staat war, so rücksichtslos aus, dass der Staat bankrott erklärt wurde. Die Mächte griffen ein, um die Interessen ihrer Landsleute zu wahren. Der Regierungschef wurde abgesetzt und eine internationale Schuldenkommission, in der die Konsum der Mächte die Hauptrolle spielten, kontrollierte und beschlagnahmte Teile der Zolleinkünfte, um damit die Schuldenkasse zu speisen. Die Bankiers waren zwar Privatpersonen aus verschiedenen europäischen Staaten, doch ihre Staaten setzten sich für sie ein
als ob es sich um staatliche Interessen gehandelt hätte. Und wir brauchten ihre Machtmittel, um die Schulden des Staates gegenüber diesen Privatleuten einzuziehen. Das war vor gut 150 Jahren in Ägypten. Aber es geschieht heute genau gleich. Spanien, Griechenland, Irland, die Geschäfte sind genau so gelaufen, wie es vor 150 Jahren in Ägypten gemacht worden ist. Und so soll es auch weitergehen. Und deswegen müssen wir dieses Bankensystem, das wir hier haben, wirklich reformieren oder eben umgestalten in ein anderes System. Und Herr Gierig, das ist dann die Frage, die Sie stellen können. Vor etwa anderthalb Jahren habe ich mich gefragt, ob ich bei der ABS zusätzlich zu dem Geld, das ich dort angelegt habe, auch noch Aktien kaufen soll. Ich habe es dann unterlassen, aus dem Grund, als ich gesehen habe, eben die ABS funktioniert wie eine Aktiengesellschaft. Ich verzichte auf die Zinsen und die Aktionäre sacken dann die Dividenden ein, respektive der Aktienkurs ist so stark gestiegen, auch ohne dass Dividenden ausgezahlt werden, dass die Aktionäre profitiert haben und Aktionäre sind das Management. Und nach dem, was Sie heute gesagt haben, werde ich mein Geld bei der ABS wegziehen. Ja, vielleicht einfach dazu zu der. Also einerseits ist die ABS eine Aktiengesellschaft, das ist ja nur eine Rechtsform, das hat nichts mit Kapitalismus oder so zu tun. Und die Aktionäre sind diejenigen, die bei uns die am wenigsten beteiligt sind am Geschäftserfolg, den größten Profit haben und den größten Vorteil haben, nämlich diese Projekte, die wir finanzieren, die wir fördern mit zinsgünstigen Krediten. Und das Zweite ist dann auch diejenigen Einlegerinnen und Einleger, die auf Zins verzichten, teilweise oder ganz. Und die Aktionärinnen und Aktionäre, die erhalten eine im Verhältnis, wenn überhaupt, eine sehr niedrige Dividende, die nicht dem entspricht, was eigentlich das Risiko ihrer Anlage entspricht. Also von daher stimmt das überhaupt nicht, was Sie sagen? Also wir haben eigentlich eine doch, sehr... Sie können es nachrechnen, das stimmt schon. Wir haben keine... Die Zinsverzichte, die wir leisten, die gehen sind an die Aktionäre. Ich habe es nachgerechnet. Nein, es geht auf die Projekte, die wir finanzieren, die profitieren am meisten. Und eben Sie sprechen nicht vom Risiko, dass durch Zinsen gedeckt werden muss und damit wir aufhören. Ich wurde angeraten, brav die Pausen durchzudrücken. Das heißt aber nicht, dass die Diskussion zu Ende ist. Deshalb sind ja auch die Pausen da, dass man sich auch im kleineren Rahmen zueinander gesellen kann und die Frage weiter diskutieren kann. Ich würde gerne die Ausführung von Hans-Rudi Weber noch ergänzen, weil heute ja auch das Thema Regionalwährungen sehr präsent ist. Ich gehöre auch zum Vorstand vom Verein Monetäre Modernisierung. Die Konkretisierung betreffend des Verfassungsinitiativtextes. Momentan lautet die Formulierung, weitere Zahlungsmittel sind möglich, solange sie volkswirtschaftlich nicht relevant sind. Das heißt, die Geldmengensteuerung, die ja eben die Geld- und die Währungshoheit beim Bund ist, solange die nicht beeinflusst wird. Das heißt, regionale oder spezifische Währungen sind willkommen. Das bedeutet, dass Sie die Wirbank zumachen müssen. Die Bierbank gilt in der Schweiz noch nicht als volkswirtschaftlich relevant. Das heißt, die Dimensionen der Regionalwährungen sind sehr weit gefasst. Okay, wir brechen jetzt an dieser Stelle ab. Pause, in einer halben Stunde geht es weiter. Nutzt die Zeit, um weiter zu diskutieren.